wohnglück.de vor Ort, heute in München auf der Intersolar. Sie sehen es hinter mir, ist einiges los. Hier dreht sich drei Tage lang alles um Photovoltaik, Solarthermie, um die Softwarelösung dahinter, aber eben auch um die Speicherung dieser Energie, wenn Sie zu Hause eine Photovoltaikanlage haben und Ihre Energie nicht dem örtlichen Stromanbieter verkaufen. Dann können Sie ihn speichern und diese Speicher werden immer günstiger. Das sehen wir hier auf der Messe ganz, ganz deutlich. Ein großes anderes Thema ist Smart Grid oder Community Grid, möchte ich es mal nennen. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage haben, wenn Sie die Speichermöglichkeit zu Hause haben, dann können Sie das weiter verkaufen in einer großen Community. Da springen im Moment mehrere große Firmen drauf auf. Fissmann ist dabei, hinter mir zu sehen. Sonnen ist dabei, aber auch viele andere, auch die großen wie E.ON. Alle machen jetzt eine große Community und versuchen dort, sich ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Ein wichtiger Bestandteil zu einer eigenen Stromversorgung aus PV-Strom ist natürlich das Photovoltaikmodul. Das ist das Element, was aus dem Dach den Strom mithilfe der Sonne erzeugt. Für ein Einfamilienhaus brauchen Sie eine Fläche, die Sie auf Ihrem Dach normalerweise unterbringen können, ca. 40 Quadratmeter. Für ein normales Einfamilienhaus mit 5000 Kilowattstunden Stromverbrauch brauchen Sie eine Photovoltaikanlage von ca. 5 kW Leistung. Für eine Langlebigkeit der Anlage sorgen natürlich lange Garantien für Photovoltaikmodule. Sie bekommen heute 25 Jahre Leistungsgarantie auf so ein Photovoltaikmodul. Das heißt, wir sichern Ihnen zu, dass das Modul 25 Jahre lang auch Energie erzeugt, die Sie im Haus nutzen können. Damit Sie jetzt den Strom aus der Photovoltaikanlage in Ihrem Haus auch nutzen können, müssen wir Ihnen Wechselstrom, so wie Sie im Haus ja nutzen, umwandeln. Denn die PV-Module machen Gleichstrom. Das übernimmt der Wechselrichter. Also mit den Photovoltaikmodulen und dem Wechselrichter können Sie also Solarstrom selber erzeugen, in Ihr Hausnetz geben und dann natürlich auch verbrauchen. Das heißt, Sie haben eigenen Strom zur Verfügung. Jetzt gibt es natürlich sehr oft die Situation, dass Sie in dem Moment, wo Sie den Strom erzeugt haben, gerade keinen Strom benötigen oder nicht in der Menge, wie Sie Strom erzeugen. Dann würden Sie diesen Strom normalerweise ins Netz des Energieversorgers abgeben. Das war der bisherige Weg. Und jetzt kommt ein neuer Bereich, das ist die eigene Speicherung vom Solarstrom im Batteriesystem. Die Batterie ermöglicht es mir, den selbstproduzierten Strom zu speichern und dann wieder abzugeben, wenn ich den Strom benötige. Zum Beispiel tagsüber mehr Strom einzuspeichern und abends, wenn die Sonne schon untergegangen ist, diesen Strom auch zu verwenden. Die Regelung, wie viel Strom in die Batterie hereingeht, ist in diese Batterie implementiert. Das heißt, wir schauen am Netzanschlusspunkt mit einem Messgerät, gebe ich Strom ins Netz ab und würde dann genau diese Menge in die Batterie einspeichern und vermeide damit, dass ich Strom ins Netz abgebe. Im umgedrehten Schluss kann ich natürlich auch erkennen, würde ich Netzstrom beziehen und nehme dann genauso viel Strom aus der Batterie. Das heißt, ich regle mein System dahingehend, dass sich der Zähler nicht dreht. Weder zum Bezug von Strom aus dem Netz, noch dass ich Strom in das Netz hineingebe. Sinnvoll ist es, weil ich für den Strom, den ich ins Netz abgeben würde, eigentlich nur noch eine sehr geringe Vergütung bekomme. Früher war das anders der Fall. Die Vergütung liegt aktuell bei ca. 11 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie den Strom einsparen, dann sparen Sie das, was Sie dem Energieversorger zahlen würden und das sind ca. 28 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, Strom selber machen ist billiger als kaufen und Strom selber verbrauchen ist wirtschaftlicher als ins Netz abzugeben. Wir haben mit einer Photovoltaikanlage eine Energieerzeugung, die im Sommer mehr Strom produziert als im Winter. Sie wissen selber, im Sommer scheint die Sonne mehr als im Winter. Das heißt, ich werde im Sommer einen Energieüberschuss haben und im Winter einen Energiedefizit aus meiner Anlage. Aber um dieses Problem zu lösen, bieten wir seit diesem Jahr die Fissmann Energy Community an, die Ihnen ermöglicht, dann wirklich zu 100% autark zu werden.